Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wenn ihr cool findet, was wir tun, könnt ihr uns auf Facebook folgen, auf Instagram liken, auf Twitter folgen, auf TikTok folgen. Ja, folgen. Es tun noch nicht viele, warum tut das nicht? Wir sind der geilste Lauf-TikTok-Kanal, den es jemals gegeben hat. Ihr könnt uns auf Strava, glaube ich, auch folgen. Ich glaube, da folgt man, ja, da folgt man. Und nachstellen. Ihr könnt einfach stalken, ganz hart, genau. Stalken. Wir verlangen aber pro Stalker, dass ihr euch bitte bei Patreon oder Steady anmeldet und uns mindestens einen vierstelligen Betrag in den virtuellen Geldbeutel schmeißt, damit wir einfach ganz reich werden und uns ganz viel Bier kaufen können. Oder einen persönlichen Wachdienst, weil wir so viel Stalker haben. Richtig. Apropos persönlicher Wachdienst, auch heute wollen wir den lieben Peter begrüßen und mit ihm den lieben Trainer. Hallo euch zwei. Hallihallo. Grüß dich, melden uns gehorsamst zu Dienst. Richtig. Wir haben ja vor Urzeiten schon mal die zweite Folge aufgenommen von Peter Groß Trainer und wir haben uns gedacht, wir tun dasselbe einfach mit mir und besprechen mal, wo ich so im Training stehe und wo es dann so die nächsten Wochen vielleicht hingeht. Erst einmal, um da ein bisschen einzusteigen und dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben. Trainer, wie schaut es denn derzeit so aus? Wie zufrieden bist du mit dem, was ich Tag ein, Tag aus so dahin reiße? Ja, sehr zufrieden. Also, darf ich da ganz kurz nochmal noch einen Schritt zurückgehen? Na gut. Du trainierst ja Tag ein, Tag aus seit Jahren. Was ist überhaupt das momentane Ziel? Das momentane Ziel ist, 10 Kilometer Wettkampf zu laufen in Fischerment. Hat der also, Trainer, ich glaube, es ist ein Zeitziel gekommen, aber nein, es ist ein Ortsziel. Nein. Ich traue dir total zu, dass du es schaffst, 10 Kilometer in Fischerment zum Laufen. Nein, das, ich glaube, ich habe das Zeitziel habe ich doch schon mal großartig rausgefunden. 33, oder? Ne, war das? Der 33, ja? 33? Nein, ich glaube, den 38 so nah wie möglich zu kommen. Der Trainer hat das für einen ziemlichen Humbug gehalten und gemeint, das schaffe ich nie. Und jetzt schauen wir, und dann haben wir gesagt, wir schauen mal, ich glaube, das haben wir sogar in der ersten Peter Goes Trainerfolge besprochen. Oder ja, ersten Trainer, im Trainergespräch. Ja. Okay, ich also mich 10 Kilometer dann. 38, sub 38 auf 10 Kilometer. Das wäre der Traum. Passt. Ich habe damals gesagt, dass ich das, glaube ich, für unrealistisch halte. Aber ich wollte so ein bisschen ausgeben, um mich halt auch ein bisschen zu fordern. Der Trainer sagt, das ist eine Chance, das schaffe ich nie. Ich glaube noch immer nicht, dass er glaubt, dass ich es schaffe. Aber ich glaube, er traut mir mittlerweile mehr zu, als dass er mir noch vor 2 Monaten zugetraut hat. Also Punkt 1 sage ich niemals zu meinen allerliebsten Athleten, das ist eine Chance und das schaffst du nie. Und zum Flo? Du hast ja gesagt, zu den allerliebsten Athleten. Wie schaut es beim Flo aus? Flo, als ehemaliger, immer noch Musterathlet, ja. Obwohl, wenn man so hört, wie brav der Peter trainiert, da macht er mal schon ein bisschen Konkurrenz. Ja, es wird eng. Die Luft wird dünner, ja, muss man schon sagen. Aber ja, im Anbetracht der Umstände deiner schwierigen Homeoffice-Lage machst du das ganz großartig. Nein, ich bin auch, was die Leistung betrifft, wirklich überrascht, dass du ob oder trotz dieses großen Umfängen und dieses UTMB-Trainings trotzdem noch genug Speed in den Beinen hast, um all unsere tollen V2-Max-Intervalle da in einer ansprechenden Pace zu absolvieren. Also wird spannend, ob es für eine Sub 38 reicht, weiß ich immer noch nicht. Lassen wir das einfach mal so stehen. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin selbst überrascht von mir, weil typischerweise war ein Einstieg in ein Intervall immer mit Schwierigkeiten verbunden oder immer mit so 2-3 Wochen, wo es irgendwie zart war, gefühlt irgendwie nicht so geschafft, wie man sich das gerne vorstellt. Und ich muss sagen, diesmal gar nicht. Also die klappen eigentlich im Gegensatz zu sonst, würde ich sogar sagen, ziemlich gut. Also ich habe noch mehr geschaut als früher, dass ich gerade bei 400 habe ich vielleicht eine Vergangenheit immer halt rausgehauen, was geht. Und hat mich auch immer sehr gefreut, wenn ich drüber war und hin und wieder hast mich geschimpft, ich soll mich bitte an die Vorgabe halten, weil das hat schon einen Sinn, warum das drin steht.
Was ich diesmal gemacht habe, und das hat sich dann, bei Intervallen zu sagen, es hat sich leicht angefühlt, halte ich immer für, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber es hat sich kontrolliert angefühlt. Ich finde, das ist das bessere Wort. So, dass ich dann nicht nach dem letzten Intervall gesagt habe, den habe ich jetzt noch mit allerletzter Kraft irgendwie auf die Laufbahn geknallt. Das mag auch unter anderem daran liegen, dass die Vorgaben nicht jetzt unbedingt auf einer Sub 38 ausgerichtet sind. Natürlich. Auf 45, auf 10 hoch. Nein, ich glaube, du hast immer 45 hoch. Wenn es dann 430er Schnitt schaffst, passt. 430er 400 Meter, das kriege ich noch hin. Na, aber ich glaube, du hast gesagt, es war auf eine 41er ausgelegt, oder? Zu Beginn einmal, um reinzuschnuppern. Genau. Wir werden jetzt natürlich in weiterer Folge die Daumenschrauben etwas anziehen. Und wenn es jetzt spezifischer wird, kannst du eh auch unter anderem bei Testwettkämpfen dann, die wir halt selber veranstalten müssen, unter Anführungszeichen, zeigen, was wirklich noch in dir steckt. Ja, und dann können wir auch die unsere Glaskugel, was die Endzeit betrifft, beim Zehner ein bisschen schärfen, ja, die Sicht. Wie sind bei solchen Intervallen, die du jetzt da machst, wie kann man sich das vorstellen? Sind das jetzt da 400er, 600er, 800er, 1000er Intervalle und welche Zeit, also damit man einfach ungefähr Gefühl hat, was ein 40er, 41er Endzeit für Intervalle bedingt? Wir haben 800er gemacht und letzte Woche dann ein bisschen angehoben auf 1,2 und sind da bei einem 3,55er Schnitt im Moment. Du hast aber auch das letzte Mal gesagt, wenn ich die 6x800 mit der 3,55 gut schaffe, dann ist jetzt eine Sub 20 auf die 5 Kilometer nicht unrealistisch. Natürlich, ja. Was uns zumindest wieder mal gefühlt jetzt in eine 40er Gegend hebt, gefühlt jetzt. Liege ich da ganz falsch, oder? Sag einfach nur ja. Mir ist klar, dass es alles so ein bisschen Kaffeesud lesen ist, aber... Es kommt drauf an, ja. Eine beliebte Antwort. Richtig. Also von den Sub 20 dann auf eine Sub 40 zu schließen, halte ein bisschen für gewagt. Aber ja, alles, was das Selbstbewusstsein stärkt diesbezüglich, ist ja mal gut, ja, wenn du im Kopf dran glaubst, ist auch schon mal super. Aber natürlich, wir müssen jetzt ein bisschen spezifischer werden und deshalb auch an der Schwelle arbeiten. Das heißt, auch vermehrt längere Intervalle einbauen und dann weiß man mehr. Ja. Im Flo gehen wir dann beim ersten Trainingswettkampf noch ein Turbo-Zuckerl am Start, weil alles, was er schneller macht und wenn es ein Placebo ist. Richtig. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich der positiv überrascht war. Ich mache irgendwie so für mich zumindest zwei Punkte dafür verantwortlich. Einerseits trainiere ich auch nicht mehr so viel, weil ich ja durch die Karenz doch jetzt nicht die Möglichkeit gehabt habe, hunderte Kilometer in der Woche zu laufen. Teilweise habe ich die regenerativen Einheiten gegen Spazierfahrt mit dem Kinderwagen ersetzt. Ist natürlich immer bewusst, dass das nicht dasselbe ist, aber ich bin weitaus ausgeruhter in die einzelnen Intervalle gegangen, als ich das mit normalem Training tun würde. Das macht es mir natürlich auch jetzt leichter, wenn ich am Vortag noch gelaufen bin und da halt schwere Beine habe. Also mir ist schon bewusst, dass das... Andererseits lass mich das manchmal darüber nachdenken, ob man wirklich immer so viel trainieren muss oder ob man nicht mit ein bisschen mehr Regeneration vielleicht auch dasselbe erreicht. Im Ultra vielleicht nicht so, aber der Gedanke kam mir das ein oder andere Mal. Ich kenne deine Trainingslehre. Ja, aber ich meine, ist ja nicht, ja, du führst das vielleicht ganz ein bisschen zum Extrem, aber Wobei ja das Spazierengehen an per se ja auch eine Form der Regeneration ist. Natürlich. Ja, also aber, das darf man auch nicht so schlecht reden. Ja. Natürlich, es ist unspezifisch, ja. Weil ich gehe, wenn ich da eineinhalb Stunden gehe,
gehe sicher auch meine 5 Kilometer oder so, aber halt natürlich, ja, ist nicht dasselbe, wie wenn ich laufen würde. Mit Ruhepuls. Ja. Ja. Und das, ich finde das Krafttraining, das vermehrte mit diesem konditionellen Rumpftraining und was da ist, das ist das gleich? Also ist jetzt da, weil wir machen jetzt da völlig verschiedene Trainingspläne, also nein, wir haben völlig verschiedene Ziele quasi. Ist aber jetzt da bei uns das Kraft, die Kraft Ausbau, wie nennt man das? Muskelaufbau, Kraft, Ausdauer, was nennt man das? Krafttraining, das gleiche? Müsste mal schauen, aber ihr seid ziemlich ähnlich unterwegs, ja. Und in meinem limitierten laufspezifischen Fachwissen, man hört ja immer öfters, dass, wie wichtig Krafttraining ist und dass man quasi durch gezieltes Krafttraining auch gewisse Dinge ersetzen kann. Ich habe zum Beispiel letztens im Fatboys Run, das hat mich sehr dings, da hat der Michael Arendt gemeint, dass man zum Beispiel Downhill laufen, auch mit exzentrischem Krafttraining, weil das die Muskeln irgendwie ähnlich anspricht, sowas wie auf die Box springen und so. Und dass man das irgendwie sehr gut kompensieren kann damit, falls man nicht die Möglichkeiten hat, lange Downhills zu machen. Also ich finde und das haben wir ja beim UTMB-Training ja relativ wenig im Vergleich zu sonst, dass mich das freut, dass das wieder da ist. Na, auf alle Fälle, Krafttraining ist ist Pflichtprogramm mittlerweile für alle und ich bin auch ein Freund davon, zu sagen, lieber ein Krafttraining mehr jetzt als eine Ausdauereinheit. Ja, also wenn es ums Zeitbudget geht und man sagt, man muss irgendwas skippen, dann lieber eben eine, so wie du es eh machst, lieber eine Regenerationseinheit und dafür das Krafttraining durchzuziehen, macht sicher mehr Sinn als umgekehrt. Ja, ja, und ich hoffe sogar, dass wir irgendwann wieder quasi, wenn wir Zeit dann auch mit Gewichten was gemacht. Derzeit ist auch mit Corona und so, ist mir schon klar. Aber das ist natürlich schwieriger, ja. Ja. Dass wir das wieder vielleicht intensivieren. Auch dann, wenn es nach dem 10-Kilometer-Training. Auf alle Fälle, wie letztes Mal mit dem Peter schon erwähnt, ja, lastenorientiertes Krafttraining ist auf alle Fälle oder sollte auf alle Fälle das Ziel eines jeden Athleten sein. Und ist natürlich in der jetzigen Zeit ein bisschen schwierig umzusetzen für manche. Ja. Mittlerweile haben die Fitnesscenter wieder offen, also zumindest das sollte keine Ausrede sein. Die Frage ist immer nur, wie lang. Ja, außerdem durch dein kleines Kind, das steigert langsam das Gewicht. Das heißt, wenn du immer deinen Sohn stimmst, dann baust du schon langsam das Gewicht auf. Das ist optimal, ja, oder? Ja, aber so schnell nimmt er nicht zu, wie ich Muskeln aufbaue und mehr Gewicht brauche. Es kommt darauf an, wie du es erst fütterst. Da kriege ich dann anderweitig Probleme, die ich nicht auf mich halsen will, wenn ich ihn dann mäste. Du, warum bist du schon wieder da? Nix, ich muss morgen nur trainieren. Ja, vorbei ist es schön. Wobei lastenorientiert, das klingt irgendwie sehr unschön. Das ist, wie so unschön? Ich weiß nicht, klingt schon so ein bisschen belastend. Klingt irgendwie nach Lastwagen. Ja, nach Anstrengung, nach Bäh. Ja, der Körper bzw. Knochenknorpel brauchen die Last einfach, um trainingswirksam sie weiterentwickeln zu können. Ja, und deswegen unter anderem ist es unbedingt eben über diesen Reiz erforderlich. Ja. Wobei auch, damals haben wir es kurz, glaube ich, angesprochen, Flo, bei dir ja auch, ja, Beweglichkeit immer noch ein Thema ist. Also da gibt's eh auch noch genug zu tun, auch im Homeoffice Möglichkeiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir in der Hinsicht fad wird. Das glaube ich auch, ja. Die Angst habe ich nicht. Das heißt, dein Bänder- und Sehnenapparat brauchen auch noch Zuwendung. Ich glaube, alles bei mir braucht Zuwendung. Okay. Nee, meine
wenn ich eine schöne Kniebeuge mache, dann gehe ich nicht weit runter. Wirklich nicht weit runter. Und mein also ich schaffe es, auch wenn ich es nicht, wenn ich es unschön mache, schaffe ich es bei weitem nicht mit meinem Hintern ganz runter. Also das kriege okay, ich nicht. Das krieg okay, ass to the grass heißt bei dir einfach rückwärts umfallen. Richtig. Mhm. Oder mich halt bei den Fiers. Kniebeugen mit an Fiers festhalten ist natürlich auch geil. Richtig, richtig. Aber ich war deswegen überrascht, weil wir hatten im Jänner, am 8. Jänner wäre eigentlich der Vienna Winter Trail gewesen. Aber aufgrund der Pandemie ist das, glaube ich, eine Woche vorher so verschoben worden und der Peter und ich haben gesagt, wurscht, wir treffen uns ein bisschen früher und laufen trotzdem. Und das war doch seit UTMB mein längster Lauf, so 24 Kilometer, 800 Höhenmeter. Und mir war schon klar, dass ich den schaffe, aber mir war nicht klar, mit wie viel Muskelkatern und Schmerzen danach das möglicherweise verbunden sein könnte. Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich finde, man merkt den Peter mittlerweile schon an, dass er trainiert ist, weil es war nicht mehr so, dass ich die Lokomotive war, die da vorne weggezogen ist und der Peter ist mir keuchend hinterher. Es war eher umgekehrt. Du hast gemeint, du hättest nicht mehr viel schneller können. Das bezweifle ich ein bisschen. Aber ich bin eben schon ein bisschen, also auf das war klar. Ich meine, so viel trainiere ich halt auch nicht. Aber ich war trotzdem überrascht, wie gut das noch ging, obwohl ich jetzt auch lang von den langen Läufen ja bei weitem nicht an das rangekommen bin in den letzten Wochen, war ich einfach überrascht, wie gut es dann doch geht mit relativ wenig Aufwand. Dein Kommentar dazu, Trainer. Naja, die muskulär bist ja sicher noch ganz gut dabei und du machst ja auch genug dafür, was jetzt Krafttraining und auch Intervalle betrifft, ja, sind ja auch wirksam diesbezüglich. Und ich meine, ja, 22 Kilometer ist jetzt auch nicht die Welt. Ja? Natürlich. Also natürlich. Das ja, früher hast du es auf der viel zitierten linken und so weiter gemacht. Ja. Kannst du nicht linke Hose sagen, das ist in dem Podcast erlaubt. Ah, ist das so? Ja. Wir nehmen uns da keinen Mund vor dem Blatt. Großartig, großartig. Ah, deswegen gibt es so viele Zuhörer. Genau, wir nehmen uns kein Blatt vor den Sack. Ja, alles klar. Na, also, ja, natürlich, ich meine, 22 Kilometer und die Höhenmeter, ja, in Summe aber ja, aber war jetzt nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen provokanter frage, könnte das aber nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn ich mir jetzt nochmal, sei es jetzt, ich nehme einen 50, 60 Kilometer Traillauf her, dass ich da, und in der Vergangenheit war das Laufpensum immer gerade, dazu hast du auch beim Peter gesagt, irgendwie Volumen, 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 dann vor allem in der spezifischen Phase, aber heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass ich eigentlich, jetzt wenn man mich hernimmt, der ja schon, dieses Jahr mache ich es mittlerweile 10 Jahre und durchaus auch schon ein bisschen Kilometer gesammelt über Jahre, man vielleicht auch mit ein bisschen weniger Volumen auskommt, dafür aber mehr Kraft macht und mit Intervall macht, dass man denselben Effekt erreicht, wie wenn man viel Volumen macht? Kannst du meiner Schlussfolgerung? Ja, du bist halt dann trotzdem im Ultrabereich bist du trotzdem limitiert, meiner Meinung nach. Okay. Ja, also wenn du 100 Meilen laufen willst, dann wirst du da nicht drum herum kommen, dass du deinen Körper und deine Strukturen diesbezüglich anpasst. Ja, also das ist meiner Meinung nach nicht. Ich habe da mal eine Frage. Ist es bei 100 Kilometer auch schon so? Würde ich auch so sehen, ja. Also du musst auf alle Fälle deinen Körper darauf vorbereiten. Ja, Muskelsehnen, Übergänge, Kapselbandapparat und so weiter. Du siehst es ja selber bei deiner Geschichte. Ja, deine arme Physiotherapeutin kann ein Lied davon singen. Also, der ist doch mich gar nicht mal so arm. Oder so, ja. Wobei, also, Flo, du hattest ja auch schon, du hast ja immer strukturiert, der Flo hat immer strukturiert trainiert und hat ja auch schon das eine oder andere. Ja, aber seitdem wir zusammenarbeiten, hatte ich nur einmal Aua. Hm. Das ist jetzt, ich glaube, wir trainieren jetzt auch seit 5 oder 6 Jahren gemeinsam. Ja.
Also ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, den du da jetzt unterliegst, dass du denkst, ja, boah, eigentlich geht das ja ganz lässig so mehr oder weniger unter Anführungszeichen ohne Aufwand. Und du kannst sicher auch, weiß ich nicht, jetzt an Lindkugel aus dem Stand rauslaufen. Da wirst du es halt im Nachhinein dann schon mehr spüren als jetzt bei so einem Wintertrail. Aber ja, im richtigen Ultrabereich kommst du meiner Meinung nach über den Umfang nicht hinaus. Nein, ja, also versteh mich nicht falsch. Ich habe nicht gemeint, dass man gar keinen Umfang, aber dass man ein bisschen von, mir ist schon klar, dass ich der lange Lauf seinen Platz im Ultratraining-Repertoire hat. Um den, da geht es auch nicht nur um die Sehne, wie du sagst, sondern da geht es auch um Equipment, da geht es auch einfach ums Mentale, dass du einfach lernst, längere auf Zeit draußen unterwegs zu sein und mit dich mit Problemen auseinandersetzen. Magen trainieren auf Gels. Da geht es ja mehr darum, als den Körper nicht zu trainieren. Aber Ultratraining ist ja dann auch unter der Woche, dann ist ja der 20 unter der Woche, sage ich jetzt mal, nichts Ungewöhnliches mehr. Dass man von denen, ich sage nicht, dass man ganz runter geht mit dem Umfang, aber dass man ein bisschen was wegnimmt und durch so Hit-Spritzen irgendwie ersetzt, so sei es jetzt eben exzentrisches Training, um mich bergab depp ein bisschen robuster zu machen oder solche Dinge, um da Reize zu setzen. Und dafür ein bisschen Umfang aufzugeben. Ja, jein, ja, kommt auf die Zielsetzung an. Ja, also bei 100 Meilen glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Rede ich jetzt auch gar nicht. Ich meine jetzt eher so. Für 100, in dem Bereich eventuell. Und bei dir kommt natürlich auch die Erfahrung dazu. Der Körper ist ja schon gut adaptiert. Ja, kann man machen, ja. Ich finde es immer spannend, das auszuprobieren. Wie gesagt, Zielsetzung ist da meiner Meinung nach das Ausschlaggebende. Wenn du das kompetitiv machen möchtest, wird's das wahrscheinlich nicht so spielen. Wenn Cut-Offs keine Rolle spielen und du das ja aus dem Sackerl mit hast, dann geht's wahrscheinlich schon. Ja. Ich meine, das ist mir schon klar, dass ich war und bin jetzt auch nie einer, der jetzt da super kompetitiv ist. Aber mir geht's jetzt, mir ging es jetzt auch nur darum, dass du mal, weil es sind jetzt so grundsätzlich schon so Gedanken, die ich mache, weil wenn du weiter noch versuchst, irgendwie relevanten Ultrasport zu machen, ich rede jetzt nicht von 100 Meilen und gleichzeitig aber auch noch ein Familien- oder Sozialleben haben willst, wird es halt irgendwann stoßt an die 24-Stunden-Grenze. Und da ist die Frage, wie schaffe ich es? Und ich meine, wir haben das ja auch beim UTMB-Training auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Mhm. Wie schaffe ich es quasi, möglichst effizient zu trainieren, aber trotzdem noch die Abstriche nicht zu groß werden zu lassen? Weil, Frau und kindlos werden. Joi, wenn das aber keine Optionen sind, nehmen wir das als Rahmenbedingungen, die nicht verhandelbar sind, an. Ja. Ich könnte auch im Beta loswerden und keinen Podcast mehr haben, dann spare ich mir auch ein bisschen Zeit. Auch das ist nicht verhandelbar. Richtig. Oder Frauen, Kind einpacken und mitnehmen. Schau dein Kilian an. Ja, ich habe halt keine Ultraläuferin als Frau, das ist... Schick's zum Trainer. Und wart 3 Jahre. ich weiß nicht, wie na. Das ist dann sein Problem, nicht deins. Das ist dann sein Problem. Es ist immer dann alles irgendwie indirekt auch noch mein Problem. Aber es wäre schön. Ich würde gerne begleiten. Ja, ich frage schon mal. Alles für den Podcast. Also ich sehe das eher skeptisch. Und eher ein, das ist so ein bisschen ein fauler Kompromiss dann, glaube ich, am Ende des Tages, ja. Also, ja. Sub 100, ja, aber alles darüber hinaus, glaube ich, macht das keinen Sinn. Okay. Ja. Na, schaut. Es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit du investieren möchtest, ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, mein soziales Umfeld ermöglicht das nicht, oder ich kann halt nicht um 3 in der Früh aufstehen, ja, weil ich keinen Bock habe, ja, um da 4 Stunden zu laufen, dann ist das halt, ja, dann ist das so. Nee. Ja.
Aber dann stoßt du an eine Leistungsgrenze irgendwann einfach, wo du nicht weiterkommst ohne dem. Wobei, ich möchte, ernst möchte ich nur kurz ausgreifen. Ein kleines Wörtchen, das der Trainer gerade gesagt hat. Das ist, naja, sub 100 geht das schon. Also, 100 Kilometer also als Barriere für viel Training zu nehmen, ist schon irgendwie sehr geil. Ich würde das jetzt auch nicht in Stein meißeln. Ich wollte jetzt da einfach mal für den Flow, damit er mal ungefähr einen Richtwert hat, und das betrifft auch nur den Flow. Jetzt, also für alle draußen, ja, alles ist individuell zu betrachten, ja, dass da ungefähr eine Orientierung für dich halt gibt, wie man eben so weiterarbeiten kann, ja, und für welche Zielsetzungen halt. Na, ich meine, dass man gleichzeitig auch eventuell an der Erwartungsschraube drehen muss, ist mir auch klar, aber da ist halt immer die Prioritätenfrage, und besser quasi, man kommt halt nicht mehr leistungsmäßig dort, wo man hinkommt, kann es aber trotzdem noch machen, und das ist irgendwie kompatibel mit dem Rest des Lebens, aber man kann es gar nicht mehr machen. Die grundsätzliche Frage war nicht, ob ich damit quasi kompetitiv bin, sondern ob das nur was ist, wo ich dann mich zumindest nicht in einer Beta-Situation laufe und quasi jedes Jahr von einer Verletzung in die nächste jagt. Ja, also das wollte ich eh auch noch sagen, Mama, in deinem Fall könnte man das eben sehr gut jetzt auch ausnutzen, um an anderen Stellschrauben zu drehen, die auch noch eine Leistungsverbesserung bringen eben. Ja, Stichwort Beweglichkeit und Krafttraining. Und dann kann man eben auch schauen, was ist da wirklich dann der Leistungszuwachs, ja, oder was der Benefit am Ende des Tages. Ja. Weil nach wie vor bin ich mir noch immer nicht sicher, was ich grundsätzlich nach den 10 Kilometern so wirklich dann noch anfangen soll mit dem Jahr. Und ich lasse einfach mal offen. Backyard. Du kannst da immer aufhören, wenn die Zeit nicht mehr reicht. Ja, ey. Du brauchst nur Wochenende Zeit. Ja, ey. Das musst du nicht schnell sein. Also das ist nicht, du musst nicht wahnsinnig kompetitiv sein. Du brauchst einfach nur nicht aufhören. Das ist richtig. Ja. Und ich brauche dich dann eben als meinen Mental-Coach, der mich dann einfach nicht aufhören lässt. Na, ich sag dir halt einfach, wenn du jetzt aufhörst, dann quatsche ich die nächste Stunde auch noch zu. Also lauf. Da laufe ich definitiv ganz weit weg. Na, aber grundsätzlich, das waren so die großen Fragen, die mich irgendwie so beschäftigt haben, weil ich halt fand, dass ich mit dem wenigen Aufwand durchaus was weitergebracht habe, und dass das quasi... Ja, das hat mich seit längerem schon im Kopf herumgegeistert. Es muss nicht immer der größte zeitliche Aufwand sein, das ist ganz klar. Wie gesagt, individuelle Zielsetzungen spielen da natürlich eine Rolle. Und es gibt auch mit wenig Zeit immer genug zu tun, an Stellschrauben, die man drehen kann. Insofern. Ja. Und wir haben das hier in der Post-UTMP-Folge, glaube ich, eher schon besprochen, dass ich grundsätzlich an diesem Defizit noch arbeiten will. Und deswegen bin ich da derzeit eigentlich ganz, ganz happy, wie es so läuft, und dass doch verhältnismäßig gut anschlägt. Ja, ja. Und in Österreich gibt es ja, wie ihr auch schon selber des Öfteren erwähnt habt, genug schöne Läufe, die auch unter 100 sind. Flo, was hältst du eigentlich von Sky Races? Dein Blick dazu ist unbezahlbar. Wir sollten einen Videopodcast machen. Vielleicht kommt das ja, weil wir sind ja auch auf YouTube abrufbar. Ja. Wir haben, wie sagst du immer so schön, wir haben eher so ein Radiogesicht. Vielleicht ist es gerade deshalb. Also. Weil auch im Fernsehen sind sehr viele Menschen unterwegs, die eher in der arktischen Nacht im Fernsehen auftreten sollten. Das ist auch wieder wahr. Na, grundsätzlich, es gibt viele Ideen, und ich bin dann wieder auch mal 5 Minuten begeistert für irgendwas, aber grundsätzlich habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr meine Dings arbeiten will, und ich will dann auch nicht wieder alles über Bord werfen, was ich versprochen habe, weil ich hätte gern, dass mein Wort auch etwas hält. Deswegen habe ich noch nicht die zündende Idee gefunden, aber ich habe auch jetzt keinen Stress und ich genieße es einfach dabei. Es gibt da von Innovate diesen Descent. Nein, aber rein grundsätzlich finde ich schon auch, mehr Läufer in Österreich kennenzulernen, ist schon auch was mich irgendwie reizt. Erstens, weil du Österreich dadurch besser kennenlernst,
Und zweitens, weil es noch so vieles, auch die großen Sachen, ich teilweise nicht Hochkönigmann, bin auch noch nicht gelaufen, super geile Gegend. Ich war letztes Jahr in Maria Alm auf Urlaub und bin so die ersten 5 Kilometer und die letzten 5 Kilometer gelaufen vom Hochkönigmann. Aber waren dort halt spazieren und wandern. Super schöne Gegend. Also der steht unbedingt ganz oben auf meiner Bucketlist. Meierhofen, Ultrax, Ötscher. Es gibt so viele geile Sachen. Du musst nicht weit fahren, um was zu erleben. Deswegen. Und auch für den. Das muss ja auch nicht immer die Königsdisziplin sein. Richtig. Gibt ja. Genau. Und man kann auch den OCC schnell laufen, ja. Richtig. Genau. Bevor wir dazu sehr abdriften und der Peter mich schon irgendwo anmeldet beim Lauf, so wie das ungefähr beim Wintertrail passiert ist, habe ich mich schon etwas genötigt gefühlt. Aber ich lasse es auch dann irgendwie mit mir machen. Also bin ich dann irgendwie wieder selber schuld. Mit dir kann man es ja machen. Richtig, mit mir kann man es ja machen. Dann danken wir dir trotzdem für diese kurze halbe Stunde, dass du dir Zeit genommen hast, über mich zu sprechen. Ich weiß, dass du das eh sehr gern tust, weil du wahrscheinlich gerne, mal am liebsten nur über mich redest. Ja, ja. Das heißt, die halbe Stunde war vielleicht der Putz kurz, aber was haben wir's? Ja, es tut mir leid, mehr Zeit haben wir nicht. Wir müssen jetzt laufen gehen. Richtig, richtig, richtig. Danke. Ich danke. Tschüss. Ciao.